Hi. Hi, ihr zwei. Weißt du, sagst du mal, ohne das, was ihr so aufnimmt, wenn ich spreche. Wenn ich am Computer, mein Computer euch was zeige, ihm dennoch. Und dann kann ich, wenn wir WLAN haben, kann ich auch Beispiele, Videos oder so kurz mit einblenden, weil ich euch eigentlich zeigen will, nochmal in den klassischen, wenn du ins Internet gehst und surfst, egal welche Videos du machst, ob das ESO-Videos sind, ob das philosophische Vorlesungen sind, egal das, dir wird immer mehr bewusst, dass die, die du dir jetzt als Pickelmännchen, die du dir ausdenkst, dass es vollkommen geistlos ist, dass also nicht das verkehrt ist, was gesprochen wird, sondern dass die nicht wissen, was sie reden. Ich habe ja schon ein paar Mal mit meinem Lash, wo dir das so richtig brutal bewusst wird, was das wirklich nur rezitiertes Wissen ist. Das heißt, wenn du dir einen Geschichtsprofessor vorhörst, wird dir immer mehr klar, das ist wie ein Computer, der programmiert wurde und gibt eins zu eins das wieder, was man ihm einprogrammiert hat. Es wird aber immer so rübergebracht, als wenn das hundertprozentig bewiesen ist, dass das so war. Es ist hundertprozentig bewiesen, dass Wassermoleküle besteht und die wieder aus H2O bestehen. Dir muss eins klar sein. Das sind lauter Sachen, die du dir erst denken kannst, wenn du hierarchisch gesehen vorher das Wissen in dir hast. Da kann man es Das jetzt wird dir aber erkennen. so verkauft, als wenn da aus einer Welt ist und du entdeckst es in der Welt. Ja. Und da gibt es keinen, der das entdecken kann. Du wirst feststellen, da bricht das ganze Kartenhaus der materialistischen Weltvorstellung der Evolution zusammen, in sich zusammen. Ja, jeder Das hat wird dir, so einen wenn ich sage, statischen Elfenbeinturm, den er verteidigt in der ich Richtung. sage immer wieder, das ganze physikalische Weltbild ist rein arithmetisch hochgerechnet, aber das baut auf einer Petitio Printi auf, dass die Grundannahme nicht stimmt. Das heißt also, die Rechnungen stimmen alle, wo dann hineingedacht wird, aber all die Vorstellungen, die in dir ausgelöst werden, aufgrund dieser Worte, das ist ja deine Programmierung. Du hörst Worte und hast Vorstellungen. Aber jetzt geh mal ganz kurz zurück und ich will jetzt das nicht, du hörst es eh nochmal, ich erzähle das eh nochmal ganz einfach und präzise, aber bloß vorneweg. Du weißt, ich sage immer wieder, du denkst dich jetzt als einen Computer. Das ist schon was Ausgedachtes. Selbst wenn du dich als einen Geist oder einen träumenden Geist denkst, es ist was Ausgedachtes. Das, was du bist, kannst du nicht denken, weil du immer bist. Der Geist, der mir jetzt zuhört, ist immer. Das, was du denkst, sobald irgendwas sichtbar in dir, von dir Geist als Information wahrgenommen wird, und wenn es bloß das Wort Geist ist, ist es eine Gedankenwelle, die in dir auftaucht. Das heißt, was ewig ist, kann gar nicht in dir auftauchen, weil alles, was in dir auftaucht, bloß immer in dem Moment da ist, wo du diese Gedankenwelle aufwirfst. Darum sage ich, der Geist, der mir jetzt zuhört, egal welche Rolle du in deinem Traum spielst, du bist ein Kino, und in dir läuft zurzeit ein Film und jetzt schon dieses Kino wieder symbolisch ist ja wieder was Ausgedachtes. Du bist der, der sich das ausdenkt. Das ist die Tür, die ich aufmache in die geistliche Welt. Das passiert von alleine, wenn dein Bewusstsein wächst und es ist ein Faktum. Ich sage immer wieder, das, was ich dir versuche zu erklären, kann von einem Geist gewusst werden, aber es kann nicht gedacht werden. Okay, das ist dann hast du es verstanden. Ja, das taucht ja Und dir muss immer mehr klar sein, auf. dass das Internet, wo ich sage, symbolisiert jetzt in das innere Netz als Einheit, als Kontinuum, das symbolisiert jetzt das, was man Gott sagt. Die Kollektion aller Kollektionen. Die ist in dir drin. Und jetzt haben wir die Stufungen. Und jetzt ist prinzipiell so, du bist der Computer, okay, der Geist, das Kopfkino. Bereshit, inmitten dieses Kopfes. Das ist dieser symbolische Kopf, das erste Wort in der Bibel. Das ist der Computer. Und hier ist jetzt klar, jetzt musst du die Symbolik entschlüsseln. Auf einem Computerbildschirm, das ist jetzt dein darstellendes Bewusstsein, die Leinwand in dem Kopfkino. Alles, was auf dem Bildschirm, auf dem Monitor deines Computers auftaucht, muss, und jetzt sage ich hierarchisch, du kannst es auch zeitlich sehen, muss, bevor es auftaucht, als Datei in dir vorhanden sein, sonst kannst du das Bild nicht aufrufen. Das heißt, egal was dir einer von der Vergangenheit erzählt, ob du das jetzt schon gedacht hast oder nicht, das ist auf der Datei drauf. Das heißt zum Beispiel, wie der Martin in die Schule gekommen ist, wie du 6 Jahre alt warst. Jetzt blättern wir zurück, das denken wir uns jetzt. Du denkst das Martin-Leben als ein Buch. War das Mendeleische Periodensystem schon in dir drin, dieses Wissen, diese Vorstellung? Du hast es aber erst, was ich auf Seite sowieso erfahren. Wenn du an etwas nicht mehr denkst, ist es immer noch da, weil das Buch aus dem Bücherregal, das du zurzeit das Leben von Martin, wo du durchlebst, der Geist, der Leser, das bist du, der das Leben von Martin oder das Buch Heigo liest, ist übrigens derselbe Geist. Das ist jetzt Verrückte. Ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist
Und je nachdem, welches Buch du zurzeit liest, passiert jetzt was Eigenartiges. Jetzt mal raumzeitig, wie alt bist du, Martin? 43. Wie alt bist du, Heiko? 47. Jetzt pass auf. Diese Situation, die jetzt beschrieben wird, das ist eine Situation, das wird im Buch Martin auf der, ich sage jetzt symbolisch, auf der Seite 43 steht es und beim Heiko steht es im Roman auf der Seite 47, aber ganz anders beschrieben, weil das verschiedene Perspektiven sind. Pass auf, ich will hier mal klein, ganz kurz, ich habe das oft erzählt, vielleicht erwähne ich es nochmal. Die DNS-Spirale wurde ja von Watson und Crick entwickelt, entdeckt. Jetzt raumzeitliche Geschichte, okay? Und jetzt, die baut eigentlich auf, die haben das ja nicht gesehen oder was, die haben also mit Bausteinen, die sie vom Hören sagen können, und das ist von ihrem Doktorvater, die waren damals eigentlich erst noch an der Universität, und denn ihr Professor war der Professor Chagall. Das ist eine zeitliche, das ist ein Biochemiker gewesen, der grundlegend war für diese Aminosäuren, die Bausteine der DNS. Er hat nur daran gearbeitet, dass er diese, das kann man alles nicht sehen, das ist jetzt Wissen, wo wir Bilder draus machen. Das sind Märchengeschichten, okay? Vergiss, dass da in der Vergangenheit was war. Es ist wie wenn ich dir ein Märchen erzähle. Du sagst dir, Anne, das war da außen in der Vergangenheit. Da weißt du, da geht es um symbolische Bilder. Aber jetzt ist es interessant, dass die praktisch dies rausgeschnitten haben und dann haben sie rumgespielt und dann irgendwie ein Puzzle ist es aufgegangen, diese schöne Spirale. Und dann gehen sie natürlich zum Chagall, zu ihrem Doktorvater und sagen das so und so, schau mal, was wir da entdeckt haben. Die haben nicht die DNS, sondern dass hier diese Puzzlestücke diese schöne Form ergeben, wo der Chagall entdeckt hat. Okay? Jetzt ist es hochinteressant, ich sage immer wieder, wenn du jetzt dir die Romane, Märchen, Biografien liest, dieser Professor Chagall hat am Ende seines Lebens eine Biografie geschrieben, ich rede jetzt raumzeitig, immer dran denken, du hörst Worte und diese Worte machen in dir Bilder. Und da beschreibt er in seiner Biografie, wie Watson und Crick zu ihm, seine zwei jungen Studenten, die waren ja erst Anfang 20, wie die begeistert zu ihm kommen, was die aus seinen Aminosäuren, was die da für eine schöne Form, wie das sich in diese Form auflöst. Der beschreibt es in seinem Buch, wie die zu ihm kommen, wie in einer Geschichte. Und interessant, der Watson hat am Ende seines Lebens, natürlich viel später, weil der ja viel jünger war, der Chagall war ja schon kurz vor seiner Emeritierung, also dass er in Pension geht, und die waren Anfang 20, der schreibt, wie die das entdeckt haben und dann zum Chagall gegangen sind und ihm das gezeigt haben. Die beschreiben, wenn du diese zwei Bücher jetzt aktivierst und du liest diese zwei Szenen, du rollst dich ab, weil dieselbe Szene komplett unterschiedlich interpretiert wiedergegeben ist. Was ich jetzt sage, dieses Gespräch ist bei Martin auf 43, beim Heiko auf der Seite 47. Und wenn jetzt der Heiko das erzählt, interpretiert er natürlich mit seiner Interpretationsfähigkeit von diesem Gespräch und der Martin zieht andere Aspekte. So wie wenn wir zusammen sitzen an einem Tisch, angenommen wir drei sitzen an einem Tisch, muss dir klar sein, in den drei Köpfen, Martin, Heiko und Udo, sind drei komplett unterschiedliche Bilder auf der Leinwand. Und so wie die Bilder auf der Leinwand sind, aus der Ego-Perspektive heraus, in natürlich auch jede Situation, was der Udo spricht, wird in dem Martin-Kopf oft ganz anders interpretiert und weiter aufgefächert wie in den Heiko-Kopf. Und nur der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, du Geist, der du jetzt träumst, egal wer du jetzt in deinem Traum zu sein glaubst, du Geist selber bist jetzt verzweifelt. Ich sage immer, wenn ich mit einem telefoniere, du bist verzweifelt. Pass auf, du Geist wirst jetzt zum Udo, wir klammern jetzt einmal den Heiko aus, ich sage, ich spreche nur mit dem Martin. Du bist jetzt verzweifelt, du denkst jetzt an den Udo und du denkst an den Martin. Das sind 2 F in L, 2 F. Dieses F steht immer für eine Facette oder für ein Fragment von dir selber. Okay, das ist das F. 2 F in L, das L kann man mit einem Aleph schreiben, das ist Gott. Du kannst es auch mit einer 70 schreiben, das L, dann heißt es hochgehoben sein und Joch. Das ist die Gedankenwelt. Wer jetzt von uns zwei, der Wellenberg und wer das Wellental ist, spielt dabei keine Rolle. Verstehe nur die F, 2 F in L, T, die sich spiegeln. Verzweifelt. Jetzt im Moment, wenn wir den Heiko dazu nehmen, jetzt war es übrigens interessant, während ich mit dem Martin gesprochen habe, war für dich überhaupt kein Heiko da, weil du nicht an den Heiko gedacht hast. Ist natürlich jetzt sehr schockierend, wenn ich zu dir sage, eigentlich gibt's den Udo gar nicht, der ist jetzt nur, weil du ihn ausdenkst, der Pixelmännchen. Und den Martin gibt's auch nicht, weil es gibt doch bloß dich, Heiko, verdammt nochmal, begreif es doch. Du kannst jetzt komplett im Hintergrund nur der Beobachter. Ich kann jetzt die Namen austauschen. Verstehst du, was ich meine?
Diese Komplexität, die ich dir beibringe, die baut nur auf Fakten auf. Es gibt keine Glaubensgemeinschaft, die du dir bisher aufgrund deines Intellektes ausgedacht hast, ob jetzt das die Welt der Naturwissenschaft lässt oder irgendeine andere Glaubensgemeinschaft, die dich zwingt, alle Glaubensgemeinschaften setzen voraus, dass du blind irgendwas glaubst, was die behaupten. Ob eine sagen, der Jesus wurde vor 2000 Jahren gekreuzigt und ist dann wieder auferstanden, oder ob die sagen, die Erde ist eine Kugel, die sich um die Sonne rumdreht, oder Wasser besteht aus Wassermolekülen und die bestehen aus zwei Teilen Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff. Es sind lauter Sachen, die du irgendwann einmal gesagt bekommst, jetzt zeitlich gesehen, und die du in deinem Kopf als Vorstellung verwirklichst, was man aber in keinster Weise empirisch überprüfen kann. Du kennst doch die Geschichte Sieg oder so, oder? Selbstverständlich. Aber jetzt pass auf, was jetzt wichtig ist. Holofeeling kommt jetzt etwas, das ich immer wieder poche. Halte dich an Fakten, an wirkliche Fakten. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das heißt, mach dir jeden Moment bewusst, was jetzt von dir Geist in deinem Kopfkino an Informationen vorliegt. Die glitscht natürlich sofort wieder weg. Und du kannst erst einmal trennen, was ist feinstofflich und was ist feststofflich. Das heißt einfach, was nimmst du real wahr? Du hast jetzt real in deinem Gesichtsfeld, optisch, hast du rein deinen Monitor, das ist das Pixelmännchen Udo. Das heißt, jetzt schrumpfst du schon rein. Das ist kein Finger. Das sind Das nur ein ist paar ein Pixel. Monitor, das sind flackernde Lämpchen. Jetzt schaust du hin, was da ist. Du lebst schon wieder in der Welt der Illusion der Interpretation. Jetzt bewegt sich nichts. Keine Millimeter von der Stelle und du siehst eine Bewegung. Und du musst mal, wenn dir mal bewusst wird, wenn du den Martin beobachtest, dann bist du eins drüber, dass du jetzt nicht mehr sagst, das bin ich, sondern das ist genauso eine Figur wie alles andere, einfach nur eine Gedankenwelt. Wenn du das erkennst, das ist jetzt zurzeit eine Ausgangsbasis zum Lernen, wenn der Martin Fernsehen schaut oder einen Film schaut, ist es weg. Du siehst Menschen, obwohl keine Menschen da sind. Du siehst Bewegung, obwohl sich nichts bewegt. Und was noch viel schlimmer ist, wenn du jetzt in deinen Glauben reinschaust, das ist jetzt nicht an der Oberfläche, das musst du dir bewusst machen, es war permanent die Interpretation, dass das, wo das herkommt. Du warst hundertprozentig sicher, wo die Bilder herkommen. Natürlich von außen und von der Vergangenheit haben die das früher aufgenommen. Und all das, wenn du wieder denkst, ist hier und jetzt immer alles nur hier und jetzt ein ständiger Wechsel. Und das wird dir immer mehr bewusst werden, umso mehr du geisterst. Ja, aber was ich mich frage, weil es gibt ja so Theorien, okay, die Wirklichkeit ist mehr oder weniger zweidimensional. Oder Pass wir. auf, ich falle jetzt ganz kurz ins Wort. Ja. In den ganzen Werken der Offenbarungen, die euch zugänglich sind, das, was ich euch zugänglich gemacht habe bis jetzt, ich sage jetzt einmal grob, wenn du alles hast, wenn es ca. 18.000 Seiten sein. Es gibt nichts, hast du mal keine Frage, wo mir einer stellt, wo ich nicht in mindestens 50, 60 Variationen in verschiedenen Schwierigkeits-, heißt Genauigkeitsgraden erklärt hätte, was du jetzt mit den Dimensionen machst, da liest du das Farbenspiel Gottes, das sind zwei Stück mit dem Farbenspiel, wo ich Dimensionen nochmal erkläre. Das Interessante ist, wenn du jetzt zum Beispiel dir einen Film anschaust, im Fernsehen, normalen Fernsehen, dann sagt man, das ist 2D. Das ist 3D. Es ist ein 2D-Bild plus Zeit. Ah, die Zeit, ja, genau. Ja. Wenn du einen dreidimensionalen Film anschaust, in einem IMAX-Kino, dann ist es 4D, dann ist es ein dreidimensionales Bild plus Zeit. Du kannst es verschieben. Das ist nur präzise und du machst dir genau bewusst, was da ist. Und das sind jetzt die Ebenen, in denen du den Film kennst. Mein altes Beispiel, kennst du das Buch und du sagst, ja. Klar. Dann verschmilzt es, dann wirst du merken, kommst in die fünfte, das erkläre ich dir alles. Ich will nicht nochmal anfangen. Ja, Aber klar. du musst neugierig sein. Und jetzt kommt wieder der Anfangssatz. Ich erkläre dir Geistesfunk nur, was du bist und wie du funktionierst. Wenn du genau achtest, in Holofeeling geht es überhaupt nicht darum, was richtig oder verkehrt ist oder was du tun sollst oder nicht tun sollst. Die Antworten kommen dann von innen, Die genau. kommen aus dir selbst. Das Aus ist ein mir, ja. Prozess, umso mehr du neugierig wirst auf dich selbst. Und was jetzt wichtig ist, ich betone auch immer wieder, das wirst du noch ein paar Mal hören, du sollst in keinster Weise versuchen, das Leben des Menschen, das Buch, das du zurzeit durchlebst, in irgendeiner Form verändern zu wollen oder verbessern zu wollen. Das ist voller Fehler. Du willst auch die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen nicht verbessern. Du sollst sie erkennen, ein Kreuzchen machen und abblättern. Und das Leben von Martin oder vom Heiko ist zurzeit ein ganz spezielles Leben, wo du ganz spezielle Sachen lernst. Unter anderem, dass du lernst, einverstanden zu sein. Auch mit deiner momentanen Rolle. Und
Du weißt, wie oft ich in den Updates, in den Selbstgesprächen erkläre, wenn du ein Burgschauspieler bist und du spielst jetzt auf einer Bühne den Mephisto in einem Faust, ist übrigens, da kann man auch wieder erweitern, dann wirst du, der Text ist vorgeschrieben, Wort für Wort. Egal, was du spielst, willst du den Text nicht verändern, du kannst hier in der Mimik dich reinsteigern, in der Aussprache, aber der Text bleibt gleich. Mhm. Angenommen, jetzt pass auf, jetzt mache ich was dazu, du bist ein Filmschauspieler, dann spielst du auch eine Rolle, den Hannibal Lecter zum Beispiel. Da passiert Folgendes, wenn das gedreht wird, die haben zwar auch ein Drehbuch, aber dass die oft den Text vergessen. Im Theater gibt es eventuell einen Souffleur, dass du den Originaltext beibehältst, das ist hier, da gibt es keinen Souffleur, sondern die haben ihr Drehbuch, die haben ihren Text gelernt und jetzt sind die in einer Szene und wenn das ein guter Schauspieler ist und der hat nicht genau den Text, dann wird er improvisieren, weil er weiß ja, was in der Szene dargestellt werden soll in dem Dialog. Okay, und es ist bei normalen Filmen, auch bei normalen Filmen ist es definitiv so, dass also hier das, was letztendlich du hörst im Kino, was der spricht, an Filmstellen extrem abweicht von dem ursprünglichen Drehbuch, weil der Regisseur, das wird jetzt aufgemacht, dass durch diese Improvisation es oft noch wesentlich natürlicher ist und durch die Spontanität kommt die Szene, das, was eigentlich die Szene darstellt, noch wesentlich besser rüber wie in dem vorgeschriebenen Dialog von dem Drehbuch. Und dann wird letztendlich in den Film das reingeschnitten, was am besten rüberkommt. Das heißt, die lernen auch ihren Text und das Drehbuch, aber wenn jetzt mir nicht einfällt, was jetzt da genau als nächster Satz kommt, rede ich halt einfach weiter. Improvisiert. Ich spiele halt Rolle, ja. Das wird dadurch noch wesentlich lebendiger. Mhm. Jetzt merkst du, das ist so hochinteressant, deine Traumwelt zu beobachten und dir eigene Gedanken zu machen, wie läuft das eigentlich ab? Und dasselbe ist da ja jetzt der Heigo und der Martin auch bloß Figuren sind in so einem Traum. Mhm. Das heißt, du Geist denkst dir jetzt den Heiko genauso aus wie den Martin und den Udo, egal wer du zu sein glaubst. Aber du bist halt extrem reduziert auf diese Rolle, weil du eben das zu durchschauen hast. Und das ist, ich mag es euch so unendlich einfach, dass ich sage, ihr macht euch schwer, sobald du wieder auf das Geschwätz von dem Martin hörst, wenn er wieder normal agiert. Wenn er wieder irgendwas will oder nicht will. Und selbst das ist in Ordnung. Das ist dazu da, dass du das beobachtest und dir bewusst machst, dass das Eigentliche, wenn du leidest, nochmal, leiden tut nur der Geist, der träumt. Empfinden kann nur der Geist, was der träumt. Nur Geist hat Empfindung. Deine Ohren hören nicht, deine Augen sehen nicht, die du benutzt zum Sehen und zum Hören. Du hörst, du siehst und dein Gehirn kann nicht denken, das ist ein Computerchip mit einem Programm und das ist der Intellekt, den du zurzeit am Denken benutzt. Ja, da bin ich immer so als Metapher. Jetzt muss dir klar sein, dass du ja nicht nur über den Intellekt von dem Martin verfügst, sondern auch, oder über den Intellekt von dem Heigo, sondern du verfügst auch über den Intellekt von dem Udo, den du dir jetzt ausdrückst. Von allen? Ja, jetzt sind wir auftaucht. Das Problem besteht darin, von der ganzen Menschheit eigentlich. Der Udo weiß ja so viel, was ich nicht weiß, ist deine Falle, du Geist denkst dir den Udo aus und du denkst dir den Martin oder den Heigo aus, bloß wenn du sagst, der Udo weiß ja so viel, den ich mir ausdenke, der weiß nur so viel, weil du dir denkst, dass der so viel weiß. Aber du denkst dir im selben Moment dich. Limitiert. Limitiert. Genau. Und die zwei ist wieder These und Antithese. Und du musst begreifen, du brauchst diesen Kontrast, um den Unterschied zu machen. Ja. Du musst, pass auf, von dir Geist aus gesehen. Weisheit ist etwas wie absolute Stille oder wie Ruhe. Du kannst die Weisheit erst wahrnehmen im Angesicht der Deppen, die du dir um dich herum ausdrückst. Ja. Und das meine ich jetzt liebevoll. Und deine innere Ruhe, die immer mehr in dir wächst, bis du ich bist, die kannst du dir nur bewusst machen im Angesicht des Lärms. Das ist der Verb, wir in L, wir in L, verbell, und außenrum sind die Sturen. Stur heißt ja wild, widerlegt, ungeordnet M. Wilde, widerlegte Gestalten. Der Wirbelsturm. Mhm. Jetzt hast du wieder die Einheit und die Vielheit. Das, was immer ist und die wogenden Gedankenwellen. Selbst dieses, was immer ist, was du dir jetzt denkst, diese These, Antithese, ist ja auch nur dann, wenn du es denkst. Ja, genau die Gedanken sind gestern mir aufkommen. Selbst wenn es ein limitiertes Ich gibt, dann muss es ja auch ein unlimitiertes Ich geben. Richtig, und das ist These, Antithese. Genau. Gott und die Welt, ja. Einheit und Vielheit, El Hayom und seine Gedankenwelt, ist immer, du merkst, es ist ein Kontrast. Aber ich erschaffe dir ja beide, indem ich es aufspanne. Aber du bist beide. Ja, genau. Weil ein von dir ausgedachter Gott ist ein Geschöpf von dir. Der ist doch auch nur dann da, wenn du ihn denkst. Und genau. Wenn du dich jetzt als Geistesfunken
oder als träumender Geist denkst. Auch dieses Bild, diese Information ist auch nur da, wenn du es denkst. Ja. Sag ich, du bist immer. Du bist etwas, was du nicht denken kannst. Würdest du dich denken oder wenn du dich denkst, bist du schon wieder eine vergängliche Erscheinung von dir selber. Mhm. Das ist ein Faktum. Ja, mir bist du dann irgendwie so, ganz kurz, ja. Wir sind halt meistens auf dem limitierten Ich fixiert, also identifiziert. Das heißt, ich muss rauskommen aufs Unlimitierte sozusagen. Ich lege noch eins drauf. Ja. Du bist nicht einmal auf das limitierte Ich interessiert, weil jetzt haben wir vier verschiedene Ich. Mhm. Das heißt, du bist erst einmal fixiert auf das kleine blaue Licht, auf den Körper, der du zurzeit bist. Ja. Und erst, wenn dir bewusst wird, dass ein Mensch nicht der Mensch Martin ist nicht der momentane Körper, sondern ein ganzes Leben, das ist das Buch, mhm, wird dir bewusst, ich wiederhole, als ganz Daubinus sagst du, ich bin dieser Körper und alles andere bin ich nicht. Ja. Jetzt geh mal eine Stufe höher, jetzt denkst du an dich als Mensch, jetzt sagst du zwar immer noch, ich bin dieser Körper, der ich bin, aber jetzt wirst du zumindest mit unter Zuhilfenahme der illusionären Chronologie von Zeit, wird dir bewusst, dass du schon andere Körper hattest. Mhm. Die natürlich nur sind, wenn du die jetzt denkst. Da die aber in der Vergangenheit hattest, dass die ja jetzt nicht mehr gibt, obwohl du die ja jetzt denkst, bist du dieser Körper. Das ist, da gehe ich noch genauer drauf ein. Und du merkst, ich erkläre dir nur mit Holofeeling, was wirklich in dir abläuft. Ja. Das Einzige, was dir im Weg steht, ist dieses Ego, das alles um dich herum in Raum und Zeit verstreut und du meinst, du hast nichts damit zu tun. Du denkst jetzt eine Griechenland-Grieche aus, die jetzt die ganze Zeit nicht da war. Die war ein nicht gedachter Gedanke. Und ich spreche das Wort aus und die Griechenland-Krise ist jetzt erst einmal ein Riesenordner. Die Meinung von dem Madi-Programm über die Griechenland-Krise kann ganz andere sein. Auch in dem Heiko-Programm löst es einen Ordner, öffnet es einen Ordner, wo aber ganz andere Detailmeinungen drin sein können, die das Heiko-Programm aufwirft, im Gegensatz zum Madi-Programm. Okay? Da außen ist nichts, verdammt nochmal, halt das zweite Gebot. Mhm. Das heißt, selbstverständlich darf ich mir was ausdenken oder in die Vergangenheit denken. Das macht dich zu einem Gott. Aber man muss sich bewusst machen immer wieder, dass es nicht du wirklich ist. Du musst es bewusst machen, das ja. ist es. Ja. Wenn du es bewusst machst, bist du ein Gott. Wenn du es unbewusst machst, bist du einfach nur eine Dumpfbacke, die in einen eigenen Traum dahin döst. Ja. Dann lässt du dich von Maya mehr oder weniger nadeln oder sozusagen. Ihr Geist wird immer mehr bewusst werden, dass das, was ich dir durch Holofeeling erzähle, sich von allen anderen Glaubensgemeinschaften oder Glaubenssystemen darin unterscheidet, dass es nur auf Fakten aufbaut, die jedes 13-jährige Kind sich jetzt sofort bewusst machen kann. Ich sage immer, der 13-Jährige, ich will damit sagen, du brauchst doch kein großes intellektuelles Wissen. Das, was ich gerade erklärt habe, jeder clevere 13-Jährige kann diesen Gedanken ohne Probleme mitgehen und sich bewusst machen, was ich damit ausdrücken will. Das ist alles einfach. Du musst nichts studiert haben. Mm-mm. Und solange du in einem Glaubenssystem festhängst, das im Widerspruch steht zu irgendwelchen anderen Glaubenssystemen, bist du praktisch in einem Gefängnis eingeschlossen. Bekämpfst Feindlich. Mhm. Holofeeling löst das komplett auf, weil ich sage immer wieder, du wirst von mir nie hören, dass irgendeiner nicht recht hat oder dass eine Logik nicht stimmt. Es wäre doch ein Blödsinn zu behaupten, dass Basic nicht funktioniert oder falsch ist. Es ist sehr primitiv. Ja. Sehr einfach, mit ganz wenig Möglichkeiten. Aber es ist auch in Ordnung als reduziertes, sehr primitives System, Betriebssystem. Ja. Und für manche Abläufe vollkommen ausreichend. Ich sage, bei Textverarbeitungssystemen bringe ich oft das Beispiel, dass ich, wenn ich jetzt den Editor vergleiche mit Word oder mit PDF, das sind alles Textverarbeitungssysteme. Die sind komplexer. Das heißt aber nicht besser, weil in vielen Sachen nimmst du lieber, wenn man programmiert oder so, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, ist es sinnvoller, das schnell in den Editor zu schreiben oder reinzukopieren in den Editor, dass die ganzen Formatierungen wechseln, wenn ich es in ein anderes Programm rein. Ja, es ist keine Wertung, es ist nur ein Vergleich, es ist ein anderes. Es ist nicht unbedingt besser. Ja, es ist nicht besser, aber anders halt oder so, sagen wir so. Die einfach anders. Erweitert, ja. Es ist genauso, wenn wir über Essen reden, es ist das dann mal sehr abhängig, auch was du vorher hattest, jetzt steckt, dass du nämlich feststellen, dass dir irgendwann einmal Butterbrot wesentlich besser schmecken kann, wie wenn du hier 4 Wochen jeden Tag Filetsteak kriegst, läuft dir das zu den Ohren raus. Naja, klar. Besser ist immer auf den Moment bezogen und du kannst nur schauen, was passiert, wie dein Wertesystem reagiert. Der Film läuft.
Da mischst du dich nochmal ein, so wenig, wie du dich als Zuschauer in einen Kinofilm einmischst. Das ist das, wo ich sage, dein Leben ist ein Film, den du anschaust, in dem du selber die Hauptrolle spielst. Jetzt ist ganz interessant, schau dir den Film bis zu Ende an. Ich sage immer wieder, denk an den Film Game. Game. Wenn du dazu, Game, The Game, mit dem Michael Douglas, Ah ja. wo das immer wieder hin und her schwingt. Und da ist es interessant, dass, oder wir können einen James Bond Film nehmen. Der kommt in Situationen, wenn du der bist und du weißt nicht, dass das bloß ein Film ist, dann gehst du durch die Hölle. Für den Zuschauer ist es hochspannend. Das heißt, du kannst, wenn du wach geworden bist, kann sich der Martin in die Hosen scheißen in einer Situation, aber du bist nur der Zuschauer. Und wenn um dich herum die Welt in Fetzen geht, glaub mir, dir wird nichts passieren, wenn du mir folgst. Ne. Und das, was du zu sein glaubst, das überlebt sowieso nicht. Das werde ich dir nie versprechen. Selbst wenn manche sagen, ja, ist ja klar, dass der Körper Asche zu Asche, Staub zu Staub nicht hält. Aber die Seele, und ich sage absoluter Blödsinn, es wird auch die Seele nicht überleben, die du dir jetzt ausdenkst. Es ist, überlebt nicht einmal der Gott, den du dir ausdenkst. Weil der bloß so lange da ist, solange du ihn denkst. Das, was überlebt, was ewig ist, ist etwas, was du nicht denken kannst. Drum ist es ewig, aber das bist du doch schon. Das musst du nicht erst werden, du hast es bloß vergessen. Und weil du es vergessen hast, wird es jetzt so real, was du erleben kannst. Das ich bin, Und das sind da allen Gedanken Martin, übergeschaltet, ne? Der Wahrnehmer. kannst von oben nach unten schauen, aber nicht von unten nach oben. Und ich kann nur sagen, wenn ich jetzt sage, ich bin du, ich bin der, der sich das anschaut, ich bin der Schalk in deinem Nacken. Ich bin immer wach. Wenn ich jetzt auf Martin-Ebene, auf dem Geistesfunken runterrutsche, die Energie wird weniger, ich werde es genauer erklären, dann wird es realisiert, erlebt, solange du glaubst, du bist bloß der Martin. Weil du nicht nach oben sehen kannst. Du kannst dich in die Verwirrungen eines pubertierenden Jugendlichen rein denken, weil du das schon durchlebt hast. Verstehst du, die erste Angst und bla 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 mit Frauen, mit Sexualität, was auch immer, das siehst du jetzt. Wenn da einer hier sagt, oh, ich bin so verliebt und die, wie sich halt ein Jugendlicher quälen kann. Weißt du, ich mache immer wieder so meine Beispiele. Ich habe ja ein Jugendtrauma als Udo. Als 13-Jähriger in Weißenburger Kirchweih ist mir immer so, immer noch, wenn ich vorbeigehe an Autoscooter, ich weiß, ich meine, das gibt's noch mal, aber wenn ich zufällig gehe auf Kirchweih mehr, aber wir sagen mal, ich gehe spazieren, da stehen immer noch so die 13-, 15-Jährigen bei die Autoscooter. Und ich war als 13-Jähriger immer bei die Autoscooter gestanden, sexuell ein Frühentwickler, schon voll im Fokus auf die tollen Weiber. Und ich habe festgestellt, das Los eines 13-Jährigen ist eine riesengroße Arschlochkarte, weil all die Frauen, die mich interessiert hätten, hatte ich keine Chance, weißt du wieso, weil ich kein Moped gehabt habe. Ich habe als 13-Jähriger erkannt, wenn du kein Moped hast, bist du ein Arschloch. Okay? Das ist so aus der Sicht des 13-Jährigen, ist es total okay. Logisch. Jetzt, wenn du dann ein Moped hast, stellst du wieder fest, weil die Frauen, die dich jetzt interessieren, die dich wirklich interessieren, du kannst jetzt zwar die 13-, 14-Jährigen als 16-Jähriger anmachen, aber die, die dich wirklich anmachen, da hast du wieder keine Chance, weil wenn du kein Auto hast, bist du ein Arschloch. Ein Arsch. Da spinnen jetzt die mit dir Auto. Und das ist Leben. Die Beispiele, verstehst du, das ist, wenn du durchlebst es, wenn du dann nicht älter bist, ich sag mal, wenn du dann in mein Alter kommst, ich mache jetzt rein raumzeitig. Das ist, wenn du da dich wirklich abkoppelst, ich sag, wenn du über die Wechseljahre bist, dann weißt du, wie die ganze sexuelle Sache ist, aber was das für eine Riesenfreiheit ist, wenn du immer noch die Schönheit siehst und auch was du für Spaß das macht, aber du stehst über den Dingen, weil du überhaupt kein Begehren mehr hast, weil es am Arsch vorbei geht. Du weißt doch, Heiko, wenn ich immer mit meiner Dani, mit den quietschigen etwas. Dani. Ich die verarsche. Hast du die eigentlich schon mal, kennst du die bloß vom Skype? Nee, wir kennen uns persönlich. Ihr habt Ich kenne euch sie schon auch gesehen, persönlich. manchmal wieder bei meinem Michael, wie er die es vom ersten Mal vom Zug abgeholt hat. Weil das ist ja Erscheinung von ihrer Größe her, ne? Der Michael, mein Karate-Lehrer, ist ja recht klein. Und da sage ich, und? Was hast du für einen Eindruck gehabt? Und er hat bloß gesagt, brutal, brutal. Jetzt wird halt irgendwann einmal. Es ist 31 mit all ihren Problemen. In der Phase hast du das und das, da musst du durch. Dir wird es nicht erspart bleiben. Und dann, wenn ich immer wieder, ich war das Wochenende bei meiner Inge, die ist 74 und die kennt es. Und wenn ich immer wieder sage, wenn du mal so alt bist wie die Inge, alte Suppen und siehst du das gar nicht. Ach nein, ich will nicht so alt werden, sagt die dann. Die Inge möchte nicht
könnten am Eiersee in der Welt 31 sein. Ich sage immer, wer hat mehr Überblick? Ja. Weil die nicht von unten nach oben. Die hat eine ganz klare Vorstellung, wie das ist, wenn man älter wird. Und wenn du mit Geist reifst, und ich sage immer, so die Hauptpersonen in den Selbstgesprächen, ob ich die Fettings oder die Donis sage oder Dinge, die muss alles eins klar sein, die sind alle weit über der Rente, die sind alle, ich sage im Schlusskapitel, im Epilog ihres Buches, da ist die Geschichte eigentlich schon vorbei, die ist durchschaut. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und ihr zwei, wenn ich jetzt die zwei Programme Heiko und Medine, ihr seid halt noch voll in der Geschichte drin, ihr dürft noch so viele geile Sachen erleben. Jetzt haben wir wieder das Thema, Heiko, wenn du sagst, würde ich ja gerne, aber ich sitze ja bloß rum. Dann ist es auch, dann hast du in dem Leben ganz gezielt was zu lernen. Aber du wirst merken, irgendwann kriegst du das Bewusstsein des Bücherregals und da wirst du nicht immer bloß ein Krimi, wie ich sage bei Filmen, ich will nicht bloß Komödien schauen oder bloß Actionfilme schauen, ich will auch einmal einen Liebesfilm schauen. Das sind keine Qualitäten, sondern Kategorien. Und wie du essen, ich will nicht jeden Tag Steak essen, ich will auch einmal einen Salat oder Pizza essen oder Nudeln essen oder einen Fisch essen. Und alles, was du eine Zeit lang hast, geht auf den Keks. Wir haben ein schlechtes Wetter, es regnet und alle sagen, so ein scheiß Wetter, die Sonne scheint und oh, die Sonne geht auf. Nach 3, 4 Tagen, wenn es heiß ist, siehst du schon die Berichte, ja, Trockenheit und bla 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 bla, scheiß Wetter. Alle sehnen sich wieder nach dem Regen. Wann regnet es endlich wieder? Dann regnet es, dann schnaufst du einmal durch, dann regnet es 2, 3 Tage und dann ist es schon wieder Scheißwetter. Du hast einen riesen Kohldampf, du sehnst dich nach das Essen, du kriegst was zum Essen, dann jammerst du rum, weil du überfressen bist. Du willst offensichtlich immer das, was du nicht hast. Und wenn du es dann kriegst, wirst du merken, wirst du wieder dein Begehren auf wieder was anderes legen. Weil in dem Moment, wo es auftaucht, das ist nur im Moment des Auftauchens interessant. Mir kleines Kind ist ein Spielzeug kriegt. Noch nicht, dass du rechtzeitig loslässt. Wie bei einem kleinen Kind ist ein Spielzeug kriegt. Dann wird es liegen lassen. Aber kommt jetzt ein anderer daher, ein anderes Kind und will das Spielzeug, dann wird es auf einmal wieder interessant oder so. Ne? Die Filmfacetten, Martin, das ist es. Und das Tierchen gucken, das ist mein Tierchen gucken Beispiel. Aber der Tierchen gucken ist auf einer höheren Ebene, der mischt sich nicht ein. Und ein Tierchen kannst du zurzeit in den Raum rund um die Uhr beobachten. Das ist eigentlich das nochmal das Wichtigste an Holofeeling. Und was man mit Wörterauffächern macht, das ist wie wenn ich den Computer zuerst einmal erkläre, wie komme ich ins Internet, wie kann ich eine Mail schreiben und dann tue ich immer nebenher noch erwähnen, ein bisschen wie das programmiert ist. Das ist aber nur nebenher und es wird sich immer mehr verlagern, dass dich irgendwann einmal das programmiert oder so, sag ich mal, wie es funktioniert, mehr interessiert, wie die Bilder, die auftauchen. Ich habe jetzt, der Redo war mit bei der Inge. Und da hat er Geschichte erzählt, wo er sich mit dann unterhalten hat und weil er erzählt hier diesen Kick, wo er hatte, aber erst nach dem 100. Mal hören. Ich erkläre immer wieder, wir haben einen Fernseher. Das ist der Martin, okay? Das ist ein Fernseher. Und du schaust dir, der Fernseher schaut sich Filme an, Bilder an. Das ist wie wenn du Filme anschaust. Und du musst jetzt wissen, die unterhalten dich zuerst einmal. Dann kommt aber irgendwann einmal der Punkt, wo dich die Metaphern interessieren. Ich sag, dich interessiert, wie funktioniert der Fernseher selber. Dann komme ich ins Spiel, dann taucht der OP auf. Dann nehme ich dich bei der Hand und dann führe ich dich hinter den Fernseher, auf die andere Seite, Kehrseite, das, was verkehrt war, was dich nicht interessiert hat. Ich mache den Deckel runter, dann habe ich da Oszilloskop, ein paar Messgeräte und dann zeige ich dir an der Schaltung, zeigst du mal, was da für Spannungsabläufe, wie das funktioniert, wie der Fernseher funktioniert als Ding an sich. Okay? Dir muss klar sein, dass ich dir das die andere Seite zeigen kann. Muss vorne ein Film laufen. Weil wenn wir den ausschalten, kann ich dir ja nicht zeigen, was da abläuft. Ja, ja klar. Ja. Mhm. Was für ein Film jetzt läuft, ist vollkommen scheißegal. Das heißt, ob du jetzt den Heiko oder den Martin-Film laufen hast, der wird vollkommen sekundär, wenn wir hinten dann die eigentlichen Funktionen uns anschauen. Aber es muss irgendein Film laufen. Und ihr steckt halt zur Zeit noch vorne in dem Film. Ihr schaut euch den vorne noch an, weil ihr die Metapher noch nicht durchschaut habt. Und erst, das ist jetzt langsam mit Holofeeling der Übergang, dass ich dich jetzt auf die Rückseite, Dark Side, the Dark Side of the Medin, the Dark Side of the High, dass wir uns das einmal anschauen, was ist eigentlich, und das ist These, Antithese, die Richtung und die Kehrseite. Und beides dann, erst wenn du beide Seiten kennst, bist du in der Synthese, bist du in den Heilungsprozess. Wobei der Heilungsprozess wiederum, die Synthese, diese Trinität jetzt auch schon wieder was ausgedacht ist.
Und jetzt denkst du an den Tetraeder, da haben wir Thesenspiegel, Antithesenspiegel, Synthesespiegel. Das ist in unserem Einheitskreis plus minus, minus minus und minus plus. Das sind die drei Felder, wo ein Minus dabei ist. Und jetzt machen wir aus diesen drei Feldern unser Spiegeleck und das Plus-Plus-Feld. Das wird jetzt der Deckel, der den Tetraeder zumacht. Das ist nämlich die rote 4. Das Schließen, weil die 4, das Dale, die Tür ist ja blau, das Öffnen, aber das kann man ja auch schließen. Und jetzt hast du den Tetraeder, den du dir ausdenkst. Und jetzt denken wir uns in, du, der du dir den ausdenkst, du bist der Fünfte. Und jetzt denkst du dich in das Zentrum von den Tetraeder rein, dann wirst du die Gewinde setzen. Und dann geht das Spiel eigentlich los. Alles Arithmetik, ist göttliche Arithmetik. Und das erahnst du zur Zeit, dann ist natürlich klar, jetzt kann ich wieder sagen, lies deine Ohrenbohrung in die 18.000 Seiten. Das verstehe ich doch nicht. Du hast es doch schon alles verstanden, du bist doch ich. Du verstehst es bloß deshalb nicht, weil du zur Zeit eine Rolle spielst und du hast doch ganz andere Sachen zu erleben. Ich erlebe doch nichts mehr, ich brauche doch euch zwei prüfen, sonst könnte ich doch nichts erleben. Ja, ich habe da schon viel verstanden. Zwar noch nicht alles, aber dann lese ich es halt einfach dann nochmal oder so. Ich kann dir das nicht erzählen, weil ich dich besser kenne, wie du dich selber. Und der Heiko hat auch schon einiges verstanden, aber wieder andere Sachen verstanden. Ja. Das ist jetzt offensichtlich, weil es denkt, die zwei, die streiten, ist der Henkel rechts oder der Henkel links. Ja. Das Streiten, sich Gedanken machen, was ist die Tasse? Und dann wird wirklich Folgendes kommen, offensichtlich siehst du was, was ich nicht sehe und ich sehe was, was du nicht siehst. Lass uns doch einmal zusammensetzen, was wir eigentlich anschauen. Und dann kommst du plötzlich aus dem Ich raus in das Uns. Wir schauen uns selbst an. Im Endeffekt ist es ja kein neues Wissen. Es gibt einen höheren Zustand, wenn ich jetzt uns drei Brösel nehme, ich bleibe jetzt mal auf der Unterebene, irgendwie gibt es einen höheren Zustand, wo wir drei Brösel irgendwie auf eine seltsame Art und Weise ein und dasselbe Ding sind. Ja. Das ist das, wo ich dich hinführe. Es ist ja kein neues Wissen in dem Sinne, sondern es ist ja im Endeffekt durchs Lesen von Holofeeling oder so, ist ja der Prozess, der das, was die Sicht auf das verdeckt, auflöst sozusagen. Richtig. Und darum ist auch immer, wo ich sage, im Großen und Ganzen, ich bin nicht in dir, Geistes, in dir jetzt auf, in dir Träumerchen aufgetaucht, ja, dass du deine ausgedachte Welt rettest. Ich sage, dass der mal knallhart, die Figuren in deinem Traum, egal an wen du denkst, die 7 Milliarden oder was du dir auch ausdenkst, die überleben sowieso nicht. Spätestens, wenn du wach wirst, ist der Traum zu Ende. Spätestens, wenn du diese Lebensgeschichte, die du zurzeit liest, zuklappst und das Buch praktisch wieder aus der Hand legst, was ja nicht geht, es bleibt ja eins. Du kannst aus dem Bücherregal, aus dem roten Ich Bin, ein Buch genauso wenig trennend herausnehmen, wie du ein Wort nicht aus einem Buch herausnehmen kannst. Du kannst es anfokussieren, dann ist nur noch das Wort da. Aber deswegen nimmst du ja das Wort nicht raus. Und wenn du jetzt einen Film anschaust, die Bilder, die in einem ständigen Wechsel auf dem Monitor aufgebaut werden, die werden ja nicht aus der Datei herausgenommen. Die werden herausprojiziert, herausgerechnet. Aber die bleiben, die Stufe drunter bleibt deswegen immer eins. Und genauso ist es, wenn du das Buch Martin jetzt durchschaust und das zurückstellst, was ja immer in der Einheit war, die tiefere Ebene. Du kannst ja auch einen Film nicht aus dem Internet rausnehmen, nur weil du dir den anschaust oder herunterlädst auf deinen Computer. Du merkst schon, das Netz wird fissig. Zu dem Internet gehört auch jeder Personal-Computer, der in diesem Netz zusammenhängt. Aber du musst nicht, wie sinnlos ist es für, dass du findest, was im Internet war, jedes normale Denken, im Heiko, im Martin, du hast was Tolles und dann lädst du dir das runter, dass du das auf deinem Computer hast. Jetzt merkst du mit den Clouds eigentlich schon, dass das ein Blödsinn ist, weil das ist ja doppelt gemoppelt. Du bist doch das Internet. Aber weil du noch glaubst, du bist der Heiko-Computer, holst du aus dem Internet eine Datei und kopierst die in den Heiko-Computer raus, dass die dir gehört. Dir gehört das ganze Internet. Verstehst du? Du bist alles. Du wirst noch feststellen, wenn du das Internet einmal selber nimmst, jetzt die Seiten, es ist ja chinesische Seiten, japanische Seiten, die kannst du dir alle anschauen. Die sind ja so im Hintergrund. Die große Masse ist ja, du bist ja so eng auf die Internetseiten, wo dich interessieren. Aber was ich jetzt sagen will, das wird nochmal sehr aufmerksam, was machen wir einfach Physik? Selbst bei YouTube merkst du das immer mehr, dass du 99,99% der Seiten kannst du löschen, ohne dass was Wesentliches am Internet verloren geht, weil das ja nur Kopien von Kopien von Kopien von Kopien sind. Weißt du, nimm mal nur, ich interessiere mich für die Relativitätstheorie. Und das ist jetzt einmal der reine Einsteinsche Kern, der überlieferte Kern. Diese Millionen und Abermillionen von Seiten, vor allem wenn wir jetzt die anderssprachigen Internets dazu nehmen, sind doch nur Kopien von dieser einen Seite, von diesem einen Wissen.
das in unterschiedlichen Richtungen dargestellt wird. Die könntest du alle ersparen. Das heißt, du musst zu dem Kern vordringen. Dem ursprünglichen Kern, und du wirst immer mehr merken, das bin ich. Was hat der Känguru in Australien, ein Neandertal in der Steinzeit und der Eiffelturm gemeinsam? Was bin ich mal? Es ist ein Faktor. Mich, weil ich es mir jetzt ausdenke. Ah ja, klar, logisch. Weil ich es mir ausdenke. Und das Australien mit den Kängurus ist hier und jetzt meine Information, weil ich meinen Geist diese Form annehme. Und der Neandertaler ist jetzt gedacht, den ich mir dahin denke, und der Eiffelturm ist auch hier und jetzt. Alles, was prinzipiell von dir Geistesfunk Beroshit in deinem Kopf angeschaut wird, der ganze Scheiß, Barashit, Shide ist eine geschenkte Erscheinung, Shit Englisch. Und das heißt, hinstellen, sich ausdenken, aufbauen. Das ist Shit. Shit auf Hebräisch. Und das ist ein Exkrement, Lateinisch, etwas herausgetretenes. Ich sag so ganz immer Scheiß, wenn du einseitig wieder werden sagst, der kann sich ja nicht richtig ausdrücken, du merkst schon, das ist, das kannst du schon wieder vergessen, ein extrem einseitiges Programm. Okay? Leute, haben wir es dann soweit oder habt ihr noch Fragen? Nee. Welche Mikrofon? Ja, kannst du ja zwar das Mikrofon mitbringen, aber wir schauen, dass wir ein Mischpult organisieren, dann können wir das dann auch mit dem Mischpult. Pass auf, was ich mitbringe. Ich bringe bloß meinen Computer mit, ich habe ja nicht, ich sehe bloß ein paar Kilometer von mir weg. Ich bringe meinen Laptop mit und jetzt da mein einfaches Kickoff-Mikrofon, 4 Euro etwas. Und das schließe ich an, falls ich Aufnahmen mache. Was du jetzt mit der Anlage machst oder mit Kamera, das müsst ihr mitbringen. Also Lautsprecher brauchen wir auf jeden Fall, hast du gesagt oder so, oder? Wir brauchen das nicht, aber wenn du einen Rumsteh hast, einen kleinen oder was mit einem Mischpult, wenn du aufnimmst, dass meine Stimme etwas für den Raum verstärkt ist. Ich habe den noch nie angeschaut, ich kenne das Ding bloß von außen, ich war da noch nie. Jetzt rede ich als Udo. Und das ist immer wichtig, wenn du aufpasst, wenn ich die Ebenen, wenn ich normal einen Vortrag oder was halte oder ein Skype-Gespräch, da betone ich immer wieder, die Lautsprecherstimme, die Kopfhörerstimme, die du hörst, ist genauso für ich wie der Udo, den du jetzt als Pickelmännchen siehst. Aber ich als IUB reden, du, ist was anders. Und in vielen Geschichten, wo ich dann so oft auch raumzeitig gedacht, flechte ich Geschichten ein als Udo. Jetzt sind wir wieder auf dieser unteren Ebene, wo wir ganz normal unsere Rollen spielen. Und da muss ich immer den Nann spielen, da mache ich mich zu einem normalen Menschen, du hast mich gesehen, da erhebe ich mich nicht über andere. Und jetzt das Spiel, dass wir jetzt das aufbauen in unserem Film, schauen wir mal, wie der sich entwickelt. Sag ich, für mich wäre es, wenn du das hast, ohne großen Aufwand, dass du, ihr wollt ja eh aufnehmen, brauchst ein Mikro, wenn ich Kopfhörer, Mikro gut und mische und vielleicht irgendeinen kleinen Lautsprecher. Das muss überhaupt nicht groß sein, weil das extrem die Stimme entlastet, wenn man das etwas über einen Lautsprecher hat. Ja, ich hätte so 2.1 gedacht, so. Ja, einfach frei. Ja. Wenn du ins Auto reinstellen kannst, verstehst du? Ich habe kein Auto, aber ich. Wenn du ein kleiner Lautsprecher ist, dass ich meine Stimme eben verstärkt. Verstehst du? Ja. Da muss ich nicht so bei 40 Mann, ich kenne in einem Jahr waren 200 Mann und ich habe ganz am Anfang kein Lautsprecheranlage gehabt. Da war ich nach zwei doch fertig. Wobei, selbst wenn ich bei 3 rede, weil ich sehr energiereich rede. So. Und das, dann kannst du das gleich mit aufnehmen und dann eventuell, wenn ich mit meinem Computer was mache, dass man von meinem Klinkenausgang, vom Lautsprecherausgang auch in das Mischpult mit reingehen, falls ich ein Video was habe, dass man das auch dann über den Lautsprecher. Das war schon. Und dann stecke ich mein Mikro an, wenn ich sonst was erkläre mit der Aufnahme, das hast du ja dann nicht auf dem Lautsprecher, das spielt aber keine Rolle, weil ich ja das andere Mikrofon habe, wo ich eh über Lautsprecher rede. Und du nimmst ja mit dem OCam, nimmst du ja eh alles auf, dann, was du auf dem Rechner machst, oder? Richtig. Und die Datei können wir dann auch haben? Ich habe aber schon gehabt, dass ich da teilweise, wenn das lang läuft, der Zeitversatz reinkommt zwischen Bild und zwischen Ton. Ah, ja. Das habe ich aber bei den anderen Programmen viel krasser gehabt. Also das sehen wir schon. Aber da ist ja dann, wenn ich es mit OCam aufnehme, da ist zwar alles drauf für einen, der diese Aufnahme anschaut. Okay? Ja, wir bräuchten dann nicht das Video. Das können wir, kannst du ja dann hoch, können wir dann von dir dann runterkopieren. Du dich auf die Dropbox stellen, dann kriegst du das Video, gleich die Datei, wenn wir fertig sind, kann er die gleich danach am Abend kann man die schnell überspielen, dann brauche ich es nicht hochladen. Genau, dann schneiden wir das dann später zusammen alles und so. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja. Das heißt, wenn wir, bevor die Heimfahrt, immer schnell die Dateien von dem hochkommt und mal rüber und dann habt ihr die. Genau. Ne? Ja, super. Wie gesagt, wenn ich jetzt ein Kopfmikrofon habe, da für die Anlage, was ihr so an Ton aufnehmt, oder was weiß ich für Video, wenn ich am Computer was mache, tue mir halt ein zweites Ding mit hin, dass man dann das eine Mikrofon für die Anlage, für den Raum, und dann ist auch der Ton hier drauf auf OCam. Das ist ja eigene Datei dann. Ja.
wenn du die bearbeiten willst. Da brauchst du ja das nicht, was dann im Saal ist. Genau. Ne? Kriegen wir schon hin. Alles klar. Okay. Also dann. Also ein bisschen, wenn wir uns da schon auskennen. Ich habe jetzt so 25 Jahre meines Lebens als Toningenieur verbracht. Ja, deswegen aber dachte, fragen wir gleich mal den Meister, ne? Ich habe da überhaupt nichts mehr. Es ist wie ein früheres Leben. Das ist schon echt, gar nichts? Seit 20 Jahren ist es wie wenn du sagst, ich war schon mal im Kindergarten. Oh. Das ist für mich total gelöscht. Wieder mal ein Mischpult oder Lautsprecher ich oder so? Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Auch keine Lautsprecher mehr? Ja, daheim schon. Da laufen mein Fernsehton drüber. Ach so, Also ja. ich habe jetzt, pass auf, wenn ich als Mensch rede, wenn ich Musik höre, ist über meinen Walkman, wenn ich laufe, und selbst das habe ich Jahre nicht gemacht. Die wollten immer meine Anlage hören und das tue ich gar nicht, weil ich nicht einmal einen umgebauten COD habe. Ich habe zwar von mir vom Laden noch Boxen mitgenommen, da in meinem Fernsehton drüber laufen und einen umgebauten Verstärker von mir, aber ich habe ja eigene Verstärker. Gar nichts, das ist total weg. Aber ich habe hier, jetzt bin ich 8 Jahre in der Wohnung. Jetzt reden wir raumzeitlichen Schnickschnack, wir machen ein Zeitfenster auf. Ich habe nicht eine alleinzige CD laufen gehabt, dass ich Musik höre. Das ist ein früheres Leben, habe ich gar keine Zeit dazu. Und das sind jetzt immer Geschichten, das lebt sich normal. Was jetzt natürlich komplex wird, dass ich immer bloß, wie gesagt, Beispiele von Beispielen bringe, weil überall ist ein ganz anderes Weltbild und ich muss das für dich kommunizierbar machen. Ja. Das ist, und darum sage ich, ich sehe es als Märchengeschichten mit Anführungszeichen. Ich sage immer wieder, es hat niemals einen Jesus gegeben. Wenn es ihn gibt, gibt es ihn jetzt. Wobei auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, du erinnerst dich irgendeinen Schwank aus deiner Jugend, wo du noch in der Schule warst, das war nie. Das heißt, war jetzt. Und das ist, Bücherregal sind alle Bücher gleichzeitig, niemand stapelt DVDs. Und du kannst immer nur eine DVD jetzt anschauen, wenn du das Bewusstsein nicht hast. Außer du hast die gesehen und ich frage, kennst du den und den und den Film? Und du sagst, ja, aber du hast doch kein Bild. Du hast noch nicht einmal dein Wohnzimmer gesehen oder dein Schlafzimmer gesehen. Das ist wichtig, dass du das checkst. Sag das einmal zu einem normalen Mensch, du hast noch nie deine Küche gesehen, Heiko. Das ist zu dir. Das ist Holo-Feeling. Das ist präzise. Was verstehst du in der Küche? Du hast noch kein Wetter gesehen. Ihr kennt das Beispiel. Da sag ich, geh, komm, zeig mir deine Küche. Dann führe mich in die Küche, wir stehen in der Küche. So, jetzt zeig mir deine Küche. Ja, das ist meine Küche. Ja, das, was ist deine Küche? Du sollst mir es zeigen, ich will ein Bild sehen. Und jetzt kannst du hindeuten, wo du willst. Auf dem Schrank, auf dem Herd, aufs Waschbecken. Du musst wissen, es gibt dann immer einen dahinter. Ja. Das ist in dem Moment ja nicht da, wenn du es nicht denkst. In der Das heißt, objektorientierten sobald du Programmierung Bilder sagt man kriegst in deinem abstrakte Kopf, Klasse dazu oder so, ne? Bilder kriegst du in deinem Kopf, sind es Abstrakt. immer Facetten aus der Küche. Genauso wie Baum. Der Ausdruck Baum, das ist ja auch so abstrakt. Alles. Ja. München, Ja. Augsburg. Ich wohne in Weißenburg und ich kann nicht sagen, ich habe noch nie Weißenburg gesehen. Ich kenne mittlerweile viele Einzelbilder, die in den Ordner Weißenburg reinkören. Aber du kannst doch einen Schritt weiter gehen, dass der Ordner Weißenburg, wir denken uns jetzt einmal einen Zeitfenster, nicht nur momentan das Weißenburg als Bilder, statisch, sondern wir benutzen in den Ordner Weißenburg auch noch ein Zeitfenster. Weißenburg hat eine Geschichte. Und jetzt kann ich hier, wie sind die Oberbürgermeister der letzten 200 Jahre von Weißenburg? Diese ganzen Oberbürgermeister würde ich jetzt im Computer in den Ordner Weißenburg reinschieben. Jeder dieser Oberbürgermeister in den Ordner, wenn ich jetzt in Spitzel einen Oberbürgermeister reingehe, der hat wieder ein eigenes Leben, ist wieder ein Buch. Der wohnt vielleicht gar nicht in Weißt du, das Weißenburg. platzt in unendlich viele Facetten auf. Ja. Du wirst merken, du kannst die Einheit nicht denken und du kannst die Unendlichkeit, das ist L und L. Ja. Aber du kannst begreifen, dass du beides bist. Du bist die Synthese von diesen nicht denkbaren Einheit, die wir jetzt bewusst als These setzen, ausgedachterweise, und zu der gehört eine unendliche Vielfalt, die du dir auch denkst. Und du bist die Synthese dieser beiden Zustände. Das ist so, ob dir das schmeckt oder nicht. Ja, ist es so, Der klar. Martin und der Heiko ist es nicht und der Udo ist es auch nicht. Ja. Das ist der Geist, der uns drei Brösel jetzt ausdenkt. Und das ist der Weg, wo ich dich mit Holofeeling hinführe. Ich bin nicht in dir aufgetaucht, um deine Traumwelt, um deine Führerscheinprüfungsbogenwelt besser zu machen. Oder irgendjemanden, den du dir ausdenkst, in diese Welt hineindenkst, den zu retten. Das sind Protagonisten. Es sind Charaktere. Es ist hochinteressant, diese Tierchen zu erforschen. Das ist der Sinn des Lebens. Und es gibt einen Riesenfrieden, umso mehr du das begreifst. Weil alles, wo du dich vorher aufgeregt hast,
wirst du dich köstlich amüsieren, es wird interessant. Du wirst auch mit der Reife wird sich dein Interesse verlagern, verstehst du? Das ist, und all das ist das Geheimnis, was du eigentlich in allen heiligen Schriften bloß jetzt verstehen kann. Allen voran die heiligsten Schriften mit, jede Religion hat ihre Satzungen in einer Schrift niedergelegt. Und das gilt auch für die Naturwissenschaft, die Arithmetik, die Physikbücher. Die Schwierigkeit ist bloß, sobald du was wissen willst, was das bedeutet, gehst du zum Physiker und der erzählt jetzt nur, was man ihm erzählt hat. Willst du wissen, was in der Tora steht, gehst du was, was ich, zu einem katholischen Pfarrer oder zu einem evangelischen, zu einem Zeugen Jehovas, zu einem ultraorthodoxen Juden. Und jeder wird dir was anderes erklären, obwohl es dieselbe Schrift ist. Ja. Im Koran übrigens nicht anders. Ich habe es auch so oft erwähnt, wenn du jetzt Sufis oder Bahai nimmst, das sind Moslems, bei Bahai sind die Frauen gleichberechtigt und tragen keine Kopftüchchen. Die lesen denselben arabischen Koran wie die anderen Fanatiker. Evangelisch-katholisch, ne? Und hin und her. Und dann all das gibt es tausend verschiedene evangelische Variationen. Dass es das Verrückte ist, dass die jetzt nicht uns den Kopf zerbrechen, welche Perspektive richtig ist, sondern einfach der Koran oder ein Physikbuch, wobei wir dort das Problem nicht so arg haben, wenn ich jetzt sage, da ist jetzt die Naturwissenschaft insoweit etwas voraus, dass hier nicht so viele Meinungen gibt, sondern dass die alle dieselbe falsche Vorstellung und falschen Bilder aufwerfen, wenn sie ein Physikbuch in der Hand haben, aber nicht alle. Weil es gibt ja zum Beispiel etliche Professoren, die ganz normal Physik studiert haben, die mittlerweile erkannt zu glauben, dass die Erde eine Hohlkugel ist. Wenn du dich mit der Hohlkugel-Welttheorie beschäftigst, das sind keine esoterischen Spinner, das sind einige Physikprofessoren dabei, die das vertreten, weil die das herkömmliche Weltbild extrem in Frage gestellt haben. Und jetzt denk hier an das stochastische Denken. Ich beschreibe in der Physik im Nullpunkt Gottes am Ende sind zwei ganz, ganz wichtige Sachen. Das ist einmal, was ist eine Illusion? Und dann auch nochmal, was ist stochastisches Denken, was ich ja schon in Ich bin nur ganz am Anfang ganz kurz anspreche. Da wird etwas genauer beschrieben. Wenn du hast dann Glauben und alles, was neu in dir auftaucht, vergleichst du mit dem Glauben. Und wenn dir das jetzt neu erscheint, ist es erst einmal sehr wichtig, ob du den neuen Glauben, ob du den glauben willst oder ob du den nicht glauben willst. Mhm. Das suchst du dir nicht raus, das ist auf deinem Programm drauf. Das sind Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Bestimmen, was, wie du das siehst. Das heißt, wenn ich jetzt sage, da taucht irgendeine neue Sekte auf, zum Beispiel Zeugen Jehovas, und du bist jetzt, hast einen Charakter von einem Stäuber oder irgendeinem Spießer, solltest du dich überhaupt mit dieser Sekte auseinandersetzen, wirst du nur Fehler suchen. Mhm. Da merkst du gar nicht, dass auch hier immer extrem viel Positives ist. Scientology, oberflächlich betrachtet. Ich habe einmal zu einem Arzt gesagt, in Almina, um 2000, weil er mich auf Scientology anspricht, dann habe ich gesagt, pass auf, du holst dir jetzt das Buch Dianetik, das kriegst du ja, also das Urwerk von Hubbard, von dem Scientology-Gründer, und du liest es, und das Erste, was dir auffallen wird, das ist ja zu 98%, wenn man nicht ganz pingelig ist, ist ja das Holofeeling. Stimmt. Das ist die Grundlage aller Religionen. Mhm. Mal zu 50, 70, das ist ja zu 98% Holofeeling. Die Schwierigkeit sind die 2%, wo es nicht ist. Mhm. Und jetzt pass auf, mit dem Verstehen, ich sage immer, das ist ein digitales Phänomen. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Ja. Stell dir mal eine Dartscheibe vor und wir machen jetzt in der Mitte des Bull, was ja die 50 ist im Wert, ist ja nicht die höchste Zahl, ist ja die Triple, 20 ist ja der höchste Wert beim Dartspielen, wenn dich da auskennst. Das ist immer, der Laie weiß es nicht, drum schmeißen ihm auf die Triple 20, das ist in dem senkrechten Rom. Ja. Das Bull, die 50, das Bull nennt man das, ist 50 im Wert. Und wir machen jetzt das hier genau abgekapselt, wenn du mit einem Pfeil in das Bull triffst, dann geht die Tür zum Himmelreich auf. Mhm. Und du schmeißt jetzt, und dir muss eins klar sein, das ist wie ein Kontakt. Ob du jetzt ein Zehntel Millimeter vorbeischmeißt oder 10 Meter vorbeischmeißt. Das ist quasi egal. Ja. Das heißt, wenn jetzt Dianetik vor Hubbard 99,99% Holofeeling wäre, es ist immer noch kein Kontakt. Ja, also die Wahrscheinlichkeit auch des Glaubens dann auch im Endeffekt, wenn ein geringer Zweifel irgendwie dran ist, dann schon haut es nicht hin oder so. Ne? Das ist der geringste Zweifel. Egal. Ja. Entweder bist du schwanger oder du bist nicht schwanger. Ja, genau.
wenn du nur fast schwanger bist, ist 100%, es ist immer wieder, entweder ist Kontakt oder es ist kein Kontakt. Und wenn dann nur 2 Nanometer dazwischen, 2 Nanometer dazwischen sind, ist immer noch eine auf Gleichstrom bezogen ist kein Kontakt. Ja. Ob du Lichtjahre entfernt bist oder unmittelbar davor stehst, Kontakt ist Kontakt und getrennt ist getrennt. Das ist Holofeeling, ist eben 100%. Muss ich auf 100% nicht drauf einlassen. Vorträgen, so viel Zeug, was ein Leben lang für dich aufgrund deiner einprogrammierten Logik, deines Schwamminhalts, das ist ein Fehler, den du zu sehen hast, ja, was für dich 100% sicher erscheint, weil es dir logisch erscheint, wirst du feststellen, dass da 99%, 99,9% mit sicher, zum Beispiel, dass du nur deshalb mir jetzt zuhörst, weil der Körper da ist mit dem Gehirn, und wenn das Gehirn und der Körper nicht da wären, würdest du mich nicht hören, weil ich würde es ja nicht geben. Das war ein Leben lang in deinem Schwammin, jetzt nicht mit Vor-Holo-Feeling, okay, war das hundertprozentig sicher. Das ist so sicher, dass du das überhaupt nicht in Frage zu stellen gewagt hast, weil es ist bewiesen. Ja. Wenn du dir mal eigene Gedanken drüber machst, was du feststellen, das entlarvt sich von selber, weil wenn du nicht an dein Gehirn und an den Körper denkst und über irgendwas anderes nachgrübelst, grübelst du doch immer noch nach und schaust deine Informationen an. Und jetzt zu setzen, dass das, der Kopf und das Gehirn auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst, das hat doch nichts mit hundertprozentig sicher zu bewiesen zu tun. Das ist ein hundertprozentig sicher dogmatischer Blindglaube. Und darüber diskutiere ich nicht mit Trockenhausen. Ja. Das akzeptierst du, dann folgst du mir in den Gedankengängen oder du lässt es sein und du bleibst auf der Strecke. Kannst du jeder selber das aussuchen. Das ist übrigens keine Drohung, sondern das ist das, was ist. Immer wieder, wenn ich höre, der hat mir gedroht. Wenn ich sage, lange nicht auf eine heiße Herdplatte, dann drohe ich dir nicht, sondern ich weise dich auf was hin. Aber da ich dir die Freiheit gegeben habe, werde ich dich nicht zurückhalten. Du kannst jetzt auf mich hören oder du kannst eine Erfahrung machen. Und glaub mir, du lebst dich wesentlich leichter, wenn du das, wenn du auf mich hörst. Weil ich ja die Erfahrungen schon gemacht habe. Für dich, alle, in allen Facetten, alle Schmerzen. Es gibt nichts, was ich schon als Prügel durchlebt hätte. Wenn du mal diese fünf Bücher schon durchlebt hast, die ich schon gelesen habe, ich weiß ja nicht, ob ich es dir schon mal gesagt habe, aber ich bin zwar schon mal. Und ich bin trotzdem du, bloß ich weiß es und du hast es vergessen. Alles klar, Leute? Ja. Man sieht sich. Okay. Es kostet nichts und darum sage ich immer wieder, du musst nirgends eintreten und austreten. Dann Martin oder dann Heiko-Film lässt du ganz normal weiterlaufen. Spielt eine Rolle weiter. Das ist der große Unterschied. Weil wir von was ganz was anderem reden. Nicht eine Erdkugel-Weltbild verbessern wollen, sondern wir machen ein komplett neues Betriebssystem. Ciao. Tschüss.